Hi, Gude. Ich bin heute mit meinem Freund Cookie unterwegs in unserem heimischen Wald. Und wir haben heute seit langem wieder mal ein richtig schönes, angenehmes Wetter. Kühles, ein bisschen windiges, es hat geregnet. Der Boden ist etwas feucht. Ja, das ist ein bisschen Erholung aktuell. Und wir sind zu unserer alten Eiche, die wir so das ganze Jahr schon verfolgt haben. Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst. Und da nehme ich euch gerne mit. Das ist ein wunderschöner Baum, der auch in guter Gesellschaft ist. Mit etwas kleineren, aber ebenso schönen Eichen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt mit. Alleine der abgerissene Ast ist riesig. Wahnsinn. Nun, ich könnte mir natürlich vorstellen, aufgrund der Hitze, andauernden Hitze und dem viel zu wenig vorhandenen Wasser, dass die Eiche natürlich so auf Sparmodus zurück ist, dass sie einen ihrer Hauptäste abgeschmissen hat. Das wäre für mich eine Erklärung. Ich meine, der Mann im Wald hätte sowas mal erwähnt. Wer was dazu Näheres weiß, bitte gerne in die Kommentare. Hier noch eine Eiche, die auch schon sehr alt ist. Schön knorrig. Wunderbar gewachsen, einfach traumhaft. Diese Bäume können Geschichten erzählen. Und hier gibt es noch mehr von diesen Schätzchen. Schöne alte Eichen. Tja, die beiden haben es hinter sich. Aber sie spenden mit ihrem Humus neues Leben.
So, das war's mal wieder für heute. Ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg. Ja, das war der Platz, da bin ich hin und wieder mal bei der alten Eiche. Ist einfach schön und wunderschön und mystisch, ja. Und da kann man auch mit der Kraft tanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like oder einen Daumen hoch freuen. Und ja, dann denke ich, sehen wir uns wieder demnächst hier auf meinem Kanal. Macht's gut. Tschüss.